Jo, was geht ab, meine Freunde? Creepypasta Lunch hat ein Ansagevideo hochgeladen gegen, I don't know, dieser berühmte Horror-YouTuber belügt und betrügt euch. Heute gehen wir aufs Ganze. Heute nehmen wir gar keinen mehr in Schutz. Heute sagen wir einfach mal, weißt was? Du, der blöde YouTuber, der hier im Thumbnail drin ist, du bist halt auch einfach ein blöder Lügner und dich braucht man nicht. Mrs. Keyblade, danke dir für den verschenkten Sub. Was geht denn hier ab? Ihr wurdet jahrelang hier auf YouTube belogen und betrogen. Ihr wurdet jahrelang hinters Licht geführt von einem großen Horror-YouTuber, wo ich mir ich weiß nicht warum, aber das schaut irgendwie witzig aus. Sicher bin, dass viele von euch ihn kennen werden. Wer ist das? Beziehungsweise wo ich mir sicher bin, dass viele von euch ihn aktiv schauen oder vielleicht früher mal aktiv geschaut haben. Jetzt geht's nämlich los, Alter. Es geht hier um einen Horror-YouTuber, der Videos macht, die frei erfunden sind von ihm. Diese Videos als Fakten darstellt und teilweise echte Vermisstenfälle und echte Mordfälle mit einbringt, diese aber völlig verändert, nur damit sie zu seinem Thema passen und sich somit über die Verstorbenen lustig macht, beziehungsweise ein ekelhaftes Spiel spielt. Damn! Bruder, creepy. Okay. Wir reden also das ist legit uncool. Heute über den meiner Meinung nach schlechtesten Horror-YouTuber überhaupt. Und es geht um The Tekkit Realm und seine unfassbar erfolgreiche YouTube-Serie YouTube Unsolved. Ihr müsst wissen, ich mache YouTube jetzt schon seit über 10 Jahren. Seit über 10 Jahren beschäftige ich mich mit Horror und immer wieder kommt es dazu, dass ihr mir Videos schickt mit interessanten Themen, die ich mir doch mal angucken sollte und wo ich mehr zu informieren soll. Heute schießt jeder gegen jeden. Free. Ich bin jetzt schon auf der Seite von Creepypasta Lunch. Scheiß auf den anderen. Wer ist der andere? Der ist ein Trottel. Und dabei kam es in der Vergangenheit immer wieder vor, dass Leute mir Videos von The Tekkit Realm geschickt haben. Ich glaube, das ist eine englische, oder? Und so kam es vor kurzem dazu, dass ich mehrmals vorgeschlagen bekommen habe, ich solle über zwei spezifische Videos reden. Und während ich so recherchiert hatte, fiel mir... I sold my dad channel to Mr. Beast. Can he revive it? Want to grow a YouTube channel? Mr. Beast. Okay. The Curse of Mount St. Helens. YouTube Unsolved. Never filmed there. Okay. Irgend so ein Vulkan und irgend so ein Mr. Beast. Auf einmal bei der genaueren Recherche auf, dass diese beiden Themen, über die er spricht und die er als Fakten darstellt und wo er Vermisstenfälle und sonst etwas zeigt, in Wahrheit nie existiert haben. Was für Vermissten? Und er das auch sehr schlecht verschleiert hat. Und dabei bemerkte ich auf einmal, dass er noch unfassbar viel mehr erfunden und erlogen hatte, alles nur um euch in das Licht zu führen und um möglichst viel Geld zu verdienen. Damit ihr versteht, was ich meine, gucken wir uns... Ich weiß nicht warum, ich fühle es gerade extrem. ...einmal kurz an, welche Videos ich meine und was darin erfunden ist. Glaubst du, sieht der das Video? Der Zeitreise. Das erste Video, was ich recherchiert hatte, handelte von einem Nutzer namens Willy2024. Willy2024 war eine Person, die angeblich im Jahr 2008 und 2009 einem Forum im Internet beigetreten ist. Quasi ein Forum, das vor Reddit existiert hatte. Und dort schrieb er auf einmal, dass er eben aus der Zukunft stammt. Er ist angeblich aus dem Jahr 2024 gewesen und war in der Zeit zurückgereist zu einem Zeitpunkt, woran er sich noch klar erinnern konnte und konnte einige Vorhersagen für die Zukunft treffen. Und diese Vorhersagen, die er auf diesem Forum getroffen hatte, waren tatsächlich zu 100% zutreffend. Dabei ja, was? Was wieder gesagt haben oder so. Ich fand das einmal voll funny. Lil Peep ist ja 2017 gestorben und es gibt irgendeinen Song von ihm, wo er irgendwas über Corona singt. Und das war, da waren die Leute dann voll mindblown, als dann Corona halt rauf, also so gekommen ist, aber Corona ist ja einfach Begriff. So. Machte er eben Vorhersagen. Also jetzt nicht das Bier, sondern er meinte halt zu Krone oder irgendwas. Ich weiß nicht mehr, worum es da genau ging. Wie zum Beispiel, dass es in der Zukunft eine Seuche geben wird, Corona, wo man sich am besten Atemmasken kauft. Dass ja, es in mal. Der Zukunft eine Seuche... I wouldn't say it's the same for everyone. For now I can speaking about... Ja, wo hat er das geschrieben? ...geben wird Corona, Willy. Wo man sich am besten Atemmasken kaufen soll. Er sagte so auch zum Beispiel, dass es in der Zukunft Hoverboards geben wird, allerdings nicht schwebende Hoverboards, sondern die so sind wie Segways, quasi, wo man drauf steht und einfach fahren kann, so wie es sie auch tatsächlich gibt. Zudem sagte er, dass man unbedingt in Elektroautos investieren soll, was ja mit Tesla zum Beispiel stimmte, und vieles, vieles mehr. 2008 gab es aber safe auch schon Elektroauto, oder vielleicht war das gerade so das neue Thing, weißt du, was ich meine? Der hat
Ja, hat irgend so einen Artikel darüber gelesen und hat sich gedacht, naja. Er soll mehrere Vorhersagen damals getroffen haben, die alle absolut stimmten. Und er soll das nicht nur eben auf Something Awful, diesem Forum, wo er gewesen ist, gepostet haben, sondern auch auf unterschiedlichsten weiteren Seiten. Jetzt check ich erst, das ist ja erfunden. Er wurde zum Beispiel einmal gefragt, was sein Lieblingssong ist, und er antwortete darauf, You better run, outrun my gun. Ein sehr beliebtes Lied, Pump Up Kicks, das allerdings erst 3 Jahre später veröffentlicht wurde. Ja, okay, Blaze. Es gibt unzählige Beweise, die scheinbar eindeutig belegen konnten, dass dieser Zeitreisende Willy 2024 echt ist. Ich hatte mir dieses Video von The Tekkit Realm angesehen und fand das Ganze unfassbar interessant. Ich fand es bemerkenswert, wie viele Informationen es gibt, und es wirkte wie der eindrucksvollste Zeitreisendenvorfall, den es je gegeben hatte. Ja. Einfach, weil es keinen Grund für Zweifel gab. Doch als ich dann genauer weiter recherchierte, fand ich auf einmal unterschiedlichste Forenseiten, wo sie drüber sprachen. Weil mehr Leute wollten Informationen über Willy 2024 haben, nur dass sie überhaupt keine Informationen finden konnten. Denn tatsächlich hat es diesen Willy 2024 niemals gegeben. Wenn man sich eben zum Beispiel Google Suchen anguckt, dann entdeckt man, dass es in der Vergangenheit keine bemerkenswerten Ausschläge gegeben hatte, dass so ein Willy mal existierte, dass Leute nach so einem Willy gesucht hatten. Auch wird auf keiner Seite im Internet nirgendwo irgendetwas über ihn erwähnt. Der erfindet einfach einen Zeitreisenden und nennt ihn Willy. Es gibt keine Foreneinträge über ihn, es gibt keine Nachweise, dass er existiert hat. Auch wenn man mit der Wayback Machine versucht, in der Vergangenheit zu forschen, gibt es keinerlei Aufzeichnungen, die belegen, dass Willy 2024 irgendwann in der Vergangenheit mal existiert hatte. Sprich, es gibt überhaupt keinen Nachweis, der nachzeigt, dass Willy eine echte Person war. Und vielmehr noch, Leute haben genauer nachrecherchiert und dabei herausgefunden, dass eben die Screenshots, die von Willy gezeigt wurden, kurzerhand fingiert wurden. Okay, sieht man das da irgendwo? Vielleicht irgendwelche Pixel, die off sind? Na, sehe ich jetzt nichts. Sprich, dass die einfach gefaked worden sind. Der Account Willy, der eben gezeigt wird, den gibt es tatsächlich. Er stammt allerdings nicht aus der damaligen Zeit, 2008, 2009, sondern er stammt von 2022. Zumindest der Reddit-Account, der gezeigt wird. Yo, Jojo, ich danke. Spende 3 Euro auf entspannten Johannes. Jojo, spende 3 Eugen. Vielen, vielen lieben Dank. Jojo hat geschrieben. Warte mal. Bist mittlerweile echt zu meinem Feel-Good-Streamer geworden. Danke für deinen Kanal. Oh, Dankeschön. Freut mich sehr. Ich danke dir für deine 3 Euro. Ich werde sie investieren in Investigativjournalismus hier in Creepypasta Lunch. Ich werde sie ihm einfach weiter donaten. Na, Spaß bitte. Dankeschön. Man hatte einfach diesen Account genommen und ihn dann wiederum verändert. Denn man fand tatsächlich einen anderen Account auf Reddit, der scheinbar der Account ist, der im Video gezeigt wurde, nur dass man dort Namen und ähnliches verändert hatte zu Willy, damit nicht auffiel, dass es Willy gar nicht gab. Sprich, man konnte nachweisen, dass die Screenshots, die im Video gezeigt wurden, nicht echt sind, dass das alles nur freie Erfindung ist. Und dann fand man sogar noch ein Buch, welches gratis im Internet zu lesen ist, wo es um einen Zeitreisenden geht, der William heißt, aber sich die ganze Zeit Willy nennt, und dessen Beschreibung im Buch perfekt auf die Story passt, die The Tekkit Realm in seinem Video als absoluten Fakt, als absoluten Beweis darstellt. Das ist halt so blöd, weil wenn du schon was fakest, dann mach's doch gescheit. Erfind wenigstens irgendwas selber und gib keine so Hinweise. Das bedeutet also, es gibt ganz, ganz klare... Ich fake all meine Videos, ja? Alles, was in meinen Videos passiert ist, ist nie passiert. Die Menschen sind alle AI-generiert. Beweise, wo er sich hat inspirieren lassen, wo er gefaked hat, und es gibt keine Beweise, dass dieser Willy jemals lebte. Sprich, dieses Video mit über 700.000 Aufrufen ist einfach nur komplett frei erfunden. Doch gucken wir noch einmal ein anderes Video an, was ich persönlich noch viel, viel schlimmer finde. Larry Sycamore, verschollen auf See. Es geht hierbei um ein sehr besonderes Video. Und zwar geht es darum, dass scheinbar eine Person, die früher auf YouTube immer und immer wieder normale Jagdvideos hochgeladen hatte, auf einmal etwas Seltsames postete. Es geht um einen YouTube-Kanal namens Larry Sycamore. Und auf diesem YouTube-Kanal, der wie gesagt erst normale Videos zeigte, wurden auf einmal Videos hochgeladen, die nur noch Zahlen im Titel hatten.
Es gab Video 1 bis Video 49. Und diese Videos zeigten eben, wie diese Person auf einem Boot ist. Es wird überhaupt nichts gesagt, man bemerkt nur, dass dieses Boot scheinbar mitten im Ozean schwimmt. Völlig abseits von jeder Zivilisation, man sieht kein Land in der Entfernung. Dieses Boot, das allerdings nicht fährt, sondern nur zu treiben scheint, ist einfach alleine dort. The Tekkit Realm erklärt dann das Mysterium hinter diesem Kanal von eben Larry Sycamore. Und zwar sagt er, geht es darum, dass ein Mensch rausgefahren ist, dieser Betreiber des Kanals, in seinem Boot und dann auf hoher See schiffsbrüchig wurde. Er hat. Aha. Ja, und der wollte Videos posten, damit man das anhand von den Wellen nämlich ermitteln kann. Was hat der auch. Bruder, manchmal habe ich kein gutes. Bruder, ich bin bei A1 und manchmal laggt mein Stream. Der ist irgendwo im Indischen Ozean in der Mitte, ja, und uploadet einfach auf YouTube. Hatte zwar 1080p. Warum auch immer noch Internet auf dem Boot gehabt, aber er treibte dort vor sich hin, ohne eine Möglichkeit zu haben, wieder landen. Das ist voll sick, by the way, dass sein Auge hier so braun ist. Das schaut richtig geil aus. Zu erreichen. Anstatt dass er aber mit seinem Internet irgendwie versucht, Hilfe zu rufen, fing er an, Videos hochzuladen, kleine paar Sekunden Videos, die zeigen, wie er auf dem Wasser treibt. Man sieht teilweise sogar, wie ein Sturm sich nähert. Manche dieser Videos wurden bei Nacht aufgenommen. Und gegen Ende dieser Videoreihe sieht man, wie er aus seinem Boot ins Wasser springt und scheinbar weit abseits vom Boot nur noch umhertreibt. Das Boot ist gegen Ende nicht mehr zu sehen. Er ist ganz alleine im Ozean und sagt nichts. Und danach kommt kein neues Video mehr online. Laut The Tekkit Realm ist in diesem... Aber er hat noch kurz gewartet, bis das fertig hochgeladen ist. Dann hat er noch den Titel erstellt. 57 und dann hat er hochgeladen. Noch schnell die Monetarisierung, ne? Noch schnell Ponyhof in Titel. Mysterium passiert, dass eben diese Person schiffsbrüchig wurde und sich am Ende scheinbar entschieden hat, sein eigenes Leben zu beenden. Er hatte also quasi seine Schiffsbrüchigkeit, die 49 Tage, die er überlebt hatte, dokumentiert und als er am Ende zu schwach oder zu fertig war, sprang er ins Wasser, um seinem Leben ein Ende zu setzen. Er sagt dann, dass das Ganze gruselig ist, aber er hat auch einen Beweis dafür, dass es stimmt. Okay. Und zwar zeigt er einen vermissten Fall von einer Person, die Larry heißt, die... I get it. Ich verstehe jetzt, was passieren wird. ...tatsächlich zu der damaligen Zeit verschwunden ist. Ich hoffe. Fiovi spendet 3 Euro auf entspannten Johannes. Fiovi, ich danke dir. Ich danke dir. Für die 3 Euro auf entspannten Johannes. FUV hat geschrieben, geiler Typ, starker Stream. Jo, dankeschön. Dankeschön. Ich danke dir vom Herzen, FUV. Man sieht auf diesem Screenshot von dem vermissten Fall ganz klar, dass er im Jahr 2016 verschwunden war. Genauer gesagt um den 30. Juni 2016. Exakt die gleiche Zeit, wo damals auch die Videos auf YouTube hochgeladen wurden. Soweit hatte ich mir diesen Fall angeguckt und fand ihn unfassbar gruselig und interessant. Ein sehr gutes YouTube-Mysterium, über das man reden könnte. Und dann fing ich an zu recherchieren. Zunächst, was sofort auffiel, war, dass es diesen Kanal Larry Sycamore nie gegeben hat. Es gibt ein... Aber ist schon mal cool, dass, also Real Talk, das Creepypasta Lunch auch selber recherchiert und jetzt nicht einfach nur hier am Fließband abfertigt und einfach nur Stories raushaut, so... Finde ich cool, dass er wirklich sagt, yo, ich habe bei ihm gesehen, die Story stimmt nicht und ich möchte euch darüber aufklären, dass es nicht stimmt, anstatt zu sagen, hier, ich bin Creepypasta-Kanal und das ist ja eh wurscht, was ich poste, Hauptsache ich rede mit meiner sehr erotischen, aber gruseligen Stimme. Ein YouTube-Kanal, der Larry Sycamore heißt, der lädt ähnliche Videos hoch, ist aber lediglich ein Fan-Account. Jemand, der das offizielle Video gesehen hat und anfing selber diese Videos nachzustellen. Der originale Account ist nachweisbar nie auf der Plattform gewesen. Zumindest konnte ich über die Wayback Machine und ähnliche Methoden keinen einzigen Nachweis finden, dass so ein Kanal jemals Videos hochgeladen hatte. Die Videos, die The Tekkit Realm uns zeigt, sind angeblich aus Screenshots, die er von einer privaten Quelle zugeschickt hat. Wer diese private Quelle ist, gibt es keine Informationen zu. Das war ein anderer Typ, der in einem anderen Meer geschwommen ist. Niemand wird veröffentlicht und wir werden auch keine Links in seinen Videos sehen, womit wir irgendwie nachprüfen könnten, ob die Videos wirklich mal existiert hatten. All diese Informationen zu eben diesem Schiffsbrüchigen, zu Larry Sycamore, müssen wir ihm glauben. Es ist also quasi Quelle, glaub mir Bruder, weil er uns keine anderen Beweise bieten kann. Er hat nur diese privaten Informationen, aber woher er sie hat, will er nicht genauer erklären. Was ich dann aber am ekelhaftesten fand, war, als ich den vermissten Fall googelte, den er gezeigt hat. Bei den anderen Videos sagt er ja, dass es nur Creepypastas sind. Ja, ist halt die Frage, Creepypasta ist ja eigentlich etwas, was von mehreren Leuten so verbreitet wird, oder nicht?
Also ich kann jetzt nicht einfach irgendwas erfinden und dann sagen, naja, Freunde, das ist hier eine Creepypasta und dann erzähle ich euch das so, die Story und so. Oder? Ich meine, dann müsste ich halt theoretisch dazu sagen, so, yo, das habe ich halt selber erfunden. Es gibt ja Leute, die machen das. Naja, doch, ist das so? I don't know. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, Creepypasta ist etwas, das mehrere Leute, ja, kommt von Copypasta. So sind Creepypastas entstanden? Okay, sorry, ich bin jetzt nicht so in der Creepypasta-Szene unterwegs, aber ich fände es dann halt irgendwie, I don't know, gut, wenn man weiß, dass der Dude, der das vorträgt, das auch einfach erfunden hat. Diesen Larry, der damals zu der ähnlichen Zeit... Ist ja cool, wenn du creepy Stories vorliest und sowas. ...plötzlich verschwunden war. Ich gab den Namen, der on screen gezeigt wurde, bei Google ein und suchte auch nach vermissten Fällen, doch konnte keinen Fall finden, der dazu passte oder dieses Bild zeigte. Nirgendwo war diese Person vermisst gemeldet. Und dann nahm ich das Bild, das er im Video zeigte, und fügte es in die Reverse Image Search bei Google ein. Und dabei fand ich tatsächlich einen Vorfall. Dabei fand ich tatsächlich eine echt vermisste Person. Doch diese tatsächlich echt vermisste Person heißt nicht Larry, wie dort gezeigt wird, und ist auch nicht im Jahr 2016 verschwunden, sondern die Person, die er im Video zeigt, ist Jeffrey Nichols. Ein echter Mann, der tatsächlich im Jahr 2004 verschwunden war. Ein Mann, der bis heute nicht wieder aufgefunden werden kann, der Hinterbliebene hat, der Familien hat, die ihn bis heute suchen, die vielleicht nicht die Hoffnung aufgegeben haben, dass er noch lebt. Und dieser Mann, der ein echter Vermisstenfall ist, wurde von The Tekkit Realm genommen, man änderte seinen Namen, man änderte die Informationen zu ihm und behielt nur sein Bild, um dies der Welt als Larry zu präsentieren, der scheinbar auf hoher See schiffsbrüchig gegangen ist und seinen Verfall, seine Odyssee filmte. Ja, und das ist halt das Ding. Also, ich sag dir, was du da ganz einfach machen kannst. Du kannst einfach, es gibt Webseiten oder es gibt, I don't know, vielleicht hast du Midjourney oder sowas, wo du einfach Menschen generieren kannst. Gib einfach ein People oder Face Generator. Du findest was. Und du kannst genau einstellen, yo, ich möchte einen Dude von mir aus, der 40 Jahre alt ist und der kurze, schwarze Haare hat oder so. Also legit. Weil das ist ekelhaft. Das ist legit ekelhaft. Imagine, du siehst das dann. Oder, weiß ich nicht, oder halt alle Menschen haben jetzt diesen Mann. Wozu halt einfach? Wozu ist es so einfach, ein Bild von irgendjemandem herzunehmen, der fake ist? Oder irgendjemanden zu generieren? Oder von mir aus, dann nimm halt nicht mal ein Bild. Oder, weiß ich nicht, sag halt, yo, ich habe hier ein Bild von einer Person, aber ich möchte das einfach aus Respekt halt nicht machen, weil die Person hier vermisst wird und bla bla bla. Ich weiß nicht. Das bedeutet, also da bin ich 100% auf Creepypasta Lunch Seite. Was er gemacht hat, ist ein gigantischer Mittelfinger in Richtung der Hinterbliebenen von Jeffrey Nichols. Von der echten Person, die verschwunden ist. Alles nur, weil er sich dachte, das macht seine Geschichte glaubwürdiger, das macht sie interessanter. Sprich, ein ganz klarer Vorfall, wo The Tekkit Realm wieder einmal gefaked hatte und dann auch noch, wo es ihm völlig egal gewesen ist, wer die echten Personen gewesen sind, die dadurch Schaden genommen haben. Dies beides waren nur zwei von unzähligen Videos, die er gemacht hat, die nicht stimmen oder die zumindest in Teilen nicht stimmen. Wenn ihr mehr über die Videos von ihm wissen wollt, die gelogen sind, dann könnt ihr einmal eben auf YouTube gucken. Es gibt dort andere YouTuber, die ihn bereits für vergangene Dinge exposed hatten. Doch ich fand es wichtig, dass ich mal über seinen Horror-Content rede, der frei erfunden ist. Denn ihr müsst Folgendes wissen, und das sage ich bereits seit Jahren. Ihr dürft nicht alles glauben, was ihr im Internet hört. Gerade in diesem Horrorbereich. Es gibt unzählige YouTuber, die eben euch Dinge darstellen und versuchen, nur das Gruselige zu präsentieren. Die versuchen, pure Angst zu machen und jegliche logische Erklärung außen vor lassen. Wenn euch ein Thema interessiert, wenn ihr etwas interessant klingend findet, dann googelt es unbedingt nach. Macht euch euer... Ja. Naja, ist ja gut, eine Vermisstenanzeige zu verbreiten. Ja, erstens ist es halt der falsche Name und zweitens, du hast halt auch die kompletten... Ich weiß nicht, was jetzt mit dem originalen Dude halt ist. Der ist vielleicht irgendwo anders vermisst gegangen oder so, aber du expectest halt dann, dass es da irgendjemanden gibt auf dem Meer, der sein Leben, der sich, ja, na, also das war nicht über cool, die Themen, das war nicht cool. Weil ihr nie sicher sein könnt, dass die andere Person euch nicht anlügt. Das gleiche gilt auch für mich. Ihr könnt nicht wissen, ob alles, was ich sage, zu 100% wahr ist. Ich versuche euch immer die Informationen zu geben, die ich selber für korrekt halte, die ich selber glaube, aber auch mir unterlaufen Fehler. Das ist menschlich.
Deswegen recherchiert nach. Glaubt nicht alles, was ihr hört. Lasst euch bitte nicht von irgendwelchen Leuten verarschen, die einfach nur Geld verdienen wollen und denen alles andere scheißegal ist. Ich finde es einfach schrecklich, dass solche Videos auf dieser Plattform existieren. Denn ihr müsst wissen, es gibt so viele gruselige Mysterien und Dinge. Nein, ich meine, weil du gesagt hast, dass man das Bild vielleicht nicht verwenden möchte. Nein, ich meine, dass er dann in dem Video sagt, ja, er weiß, okay, er hat hier eine Story gefaked, dann soll er halt sagen, yo, ich möchte das Bild von der Person nicht zeigen, weil ich davon ausgehe, dass die Person das nicht gewollt hätte und so weiter und so fort. Sowas halt. Dinge im Internet. Es gibt Mysterien auf YouTube, es gibt unerklärte Vermisstenfälle, es gibt so vieles, über das man ernsthaft reden kann, was wirklich passiert ist. Umso schlimmer finde ich es, dass es Leute gibt, die Dinge als Fakten darstellen, nur um Zuschauer, die sich für Horror interessieren, hinters Licht zu führen und damit dieses ganze Genre und alle anderen YouTuber auch in den Dreck zu ziehen. Stark. Starkes Video von Creepypasta Lunch. Na, finde ich gut. Finde ich auch gut, dass er sich auch hier mal mit seinem Content auch so ein bisschen aus dem Fenster lehnt und auch einmal sagt, hey, weißt du was, das gefällt mir nicht. Und das ist halt auch einfach das, warum wir Creepypasta Lunch feiern. Warum wir Creepypasta Lunch lieben und warum wir alle Creepypasta Lunch heiraten wollen. Na, Spaß beiseite, gutes Video, gut, dass er das aufbereitet hat und bin ich absolut seiner Meinung.